Senores und Senoritas, herzlich willkommen. Ich habe was herausgefunden. Die Alt-Taste drückt, kann man mit einem Klick automatisch allen etwas zuweisen. Relativ geil. Alt-Taste, meine Damen, Alt-Taste. Dann kann ich hier quasi jedem zuweisen. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, was die machen. Die jagen. So, wir brauchen auf alle Fälle dringend mehr Jäger. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zurück zu Frozenheim. Hübsches Spiel. Aus dem Hause... Habe ich vergessen? Scheiße. Peinlich. Peinlich, peinlich. Habe ich eigentlich schon jemanden? Einen Rennofen habe ich für Stahl? Das Ding ist ja am Arsch, ne? Den machen sie mal ja kaputt. Den kann er nicht reparieren. So. Wie kann ich reparieren? Erkundung, Arbeiter, Armee, Ressourcen. Ne, gibt nichts zum Reparieren. Ja. Reparatur wird völlig überbewertet, meine Damen und Herren. Habe ich nicht schon so ein Ding gebaut? So ein Ding. Ein Gerber. Das ist ein Gerber. Nein, der Gerber ist scheiße. Leute, jagt mir aber nicht zu viel, ne? Nicht, dass ich hier nichts mehr zum Jagen habe. Ah, fuck. Ich glaube, dass die dann tot sind, wenn die tot sind, ne? Da sind noch Tiere. Scheiße. Jetzt greifen sie mich nicht mehr an, oder was? Uschis. Jetzt habt ihr Schiss vor mir, ne? Ah, die produzieren auch. Ah, das ist nice. Macht mal hinne jetzt hier. Oink, 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 oink. Oink. Hört sich an wie meine Großmutter beim Essen. Der war nicht nett, Alter. Dafür kriege ich auf die Schnauze. Was mache ich denn jetzt? Ich will irgendwas machen, ich weiß aber nicht was. Okay, die sind auf alle Fälle ausgelastet. Ich kann doch nichts bauen oder so. Weil kein Ei. Leute, holt doch mal den Stahl ab oder so. Kann doch nicht sein jetzt. Ah, der trägt das gerade, oder? Kann das sein? Da ist ja gar nichts drin in deinem Bumsladen, in deinem Bumswagen. Ah, er hat es abgeliefert. Sehr schön. Er hat nichts abgeliefert und wir haben 10 Stahl erhalten. Machen wir mal Schildträger. Das sind nämlich fette Boys. Jetzt habe ich keine Männer mehr. Leute, wir brauchen wieder ein Haus. Dann bauen wir wieder ein Haus. Eins dorthin. Ah, ich möchte halt nicht so klumpig bauen, ne? Bin eher so der hübsche Bauer. In einem Spiel, was eigentlich für PvP-Action ausgelegt ist, bin ich eher der hübsche Spieler. Naja gut, ist egal. Können wir die Geschwindigkeit erhöhen? Warte, gehen wir das da rum. So, warum greifen die mich jetzt eigentlich nicht mehr an gerade? Ja, ja, die Upgrades. Reach population of 70 to unlock. Aha. Achso, wir können noch forschen, ne? Warte mal. Gebäude für Kampfeinheiten. Eine Waffenschmiede. Mit einer Waffenschmiede kannst du Kampfeinheiten upgraden. Okay. Weizenfelder. Halle der Ältesten. Also nicht gebaut, oder was? Nur das Problem, wenn die mich jetzt angreifen, ist meine Halle der Ältesten im Arsch. Dann kann ich mir die irgendwo nachschieben, die Halle der Ältesten. Die Sammlergilde denkt sich das aber auch. Wo ist noch euer Sammelpunkt eigentlich? Da drüben, ne? Beim Renneisen. Die sammeln aber auch trotzdem Stein, ne? Weil es in der Reichweite direkt selber ist. Aber da laufen sie dann quasi auch noch hin, weil ich quasi denen das befohlen habe, oder? Habe ich da den Sammelpunkt hingesetzt? Juckt sie aber nicht so wirklich, oder? Bist denn du für einer? Da läufst du langsam. Wohin läufst du denn? Schauen wir mal, wohin er läuft. Ich muss sagen, die Grafik gefällt mir sehr. Alles klar, Bruder, er braucht Stunde, um dahin zu laufen. Ne? Hab gearbeitet auf alle Fälle trotzdem. So, wo ist denn meine Halle der Ältesten, die ich hier gebaut habe? Ist sie? Ah, okay. Zugang zu Kampf, Zugang zu Entwicklung und Ressourcen und Erkundungs- und Mystikfertigkeit. Wir nehmen mal diesen komischen Clan da. Obsthain. Möglichst ist dir in der Nähe Arbeit einer Milizeneinheit zu sammeln. Oh, verdoppeln, das klingt nice. Produktionsverdopplung klingt nice. Kann ich nicht dem Bauernhof hier mal Beine machen, weil er ist mir zu langsam. So, Leute. Wir haben jetzt nur fähige Boys hier am Start. Wir hauen dann gleich nochmal Bogis, Axtkämpfer mit rein und dann bauen wir nochmal ein paar Hütten.
So, wie viele Häuser wollt ihr haben? Ja. Letztens auch jemand lustigen Kommentar geschrieben. Angeblich ist meine Ausdrucksweise so scheiße. Man kann mir nicht zuhören. Keine Ahnung, was er wollte. Ich finde meine Ausdrucksweise nicht scheiße. Da gibt es deutlich schlimmere. Oh, feindliche Truppen. Schildträger gegen Axtkämpfer. Das sollte aber eigentlich für mich gut ausgehen. Und ich, meine Bogenschützen schießen ja auch noch mit dazu, ne? Jawohl. Nice. Geil. So, wo ist mein Dudu? Da ist mein Dudu. Die Range ist ja ziemlich groß, ne? Hallo? So, ihr werdet jetzt geheilt, ne? Heilung. Heilung. Hallo? Okay, müssen scheinbar direkt dahin oder so. Das langt nicht, wenn wir im Radius sind. Okay, jetzt heilen sie gut. So, ich habe doch neue Einheiten rekrutiert. Achtung! Ja, Attacker! Okay, die waren tot. Die haben zwei Leute von mir ermordet. Wie haben sie denn das gemacht? Wie asozial. Aber zwei Leute von mir abgemurkst. Die krassen. Ah, die arbeiten nicht, weil es Winter ist, oder was? Heususen. So, das haben wir erforscht. Wird im Winter nicht betrieben. Naja. Dann kann ich hier weitermachen mit der nächsten Stufe eigentlich. Keine Ahnung. Nur nicht ganz gecheckt, das Forschungssystem. Warte, was? Was ist das hier? Gruppe aufstocken? Ah, wow, Warum sagt mir das keiner? Hä? Warum sagt mir das keiner? Hier kann ich keinen Wachturm bauen. Ich habe kein Eisen. Ey, Leute, wir werden angegriffen von Bogenschützen. So. Warum kann ich euch jetzt nicht aufstocken? Ja, die sind eh voller Stärke. Hallo? Ob der alle überlebt? Ja. Was ist jetzt schon wieder das Problem? Sind die wieder zu langsam hier, die Renneisenschmiede, wa? So, Sammlergilde, hauen wir auch mal einen rauf hier, dass die mal alle mal ein bisschen jalla arbeiten jetzt hier. Ah, jetzt kann ich euch aufstocken. Sehr schön. Die sind voll und die sind voll. Die geht schon mal da oben wieder hin. Wir brauchen mehr Eisen. Jetzt ist die Frage, haben wir irgendwo nochmal Eisen? Ja, da ist nochmal Eisen, deswegen machen wir jetzt kurz Folgendes. Ballern wir da auch nochmal eine Sammlergilde hin. Ich überfordere wahrscheinlich mein halbes Jahr, ist jetzt hier nachher komplett, feindliche Armee. Wo denn? Ah, da oben. Okay, die sind schon alle tot, hoffe ich. Hallo? Wo sind eigentlich meine Schildträger hin? Was machen die da unten? Wo lauft ihr hin? Ihr solltet da oben hinlaufen. Lasst euch mal heilen. Wir haben kein Eisen, Leute. We need more Iron. Also, gleich mal maximale Leute da reinballern. Weil die haben natürlich auch das Problem, dass sie kein Eisen haben. Aber jetzt erhöhen wir mal die Renneisenproduktion. Die haben keine Chance gegen uns. 10 gegen 3. 10 gegen 2. 10 gegen 1. Jawohl, nice. Ihr könnt auch gleich da bleiben, weil ihr braucht gar keine Heilung. Ihr seid geheilt. Ihr könnt euch gleich nochmal aufstocken. So. Und die nächste feindliche Armee kommt. Hey, die haben es aber echt eilig heute, ne? Ah, das sind richtig unangenehme Zeitgenossen. Ah, dieses Mal haben sie keinen von uns umgebracht. Nice. Okay, aber jetzt läuft die Produktion hier schon besser. Können wir denn eine Mauer bauen? Nee. Wofür habe ich dann Steine? Ah, für eine Waffenschmiede. Die wir auch mal bauen. Wer möchte einfach mal alles bauen jetzt? Wir können uns das jetzt mal alles anschauen, hier ganz in Ruhe. Sagte die Krabbe. Holzproduktion ist gut, da kann man mal ein weniger schmeißen. Wir haben eh genug Holz. Der Jägerli, der arbeitet immer noch fleißig. Aber durch unseren Bauernhof müsste das eigentlich passen, von der Produktion her. Mal gucken, wie wir da mit der Waffenschmiede gleich agieren können. So, ihr habt immer noch kein Eisen oder was? Vielleicht sollte ich nochmal ein Lager bauen oder so, weil der zu langsam da ist. Increase Buildings Radius. Warehouse Keepers Count by One. Okay, das klingt nice. Einen zusätzlichen Arbeiter.
Ressourcen haben wir genug. Das ist alles kein Ding. Einzige, was ich nicht habe, ist Eisen, um die Typen mal aufzufüllen hier. So, Waffenschmiede. Ist es einfach passiv? Ich denke fast, oder? Ey, Leute, wir werden voll angegriffen, ne? Hallo? Warum greifen denn meine Bogenschützen mit an? So, die Hauptsache, die rennen einfach mit drauf los. Okay, was sind das? Gotteskämpfer oder? Alles klar, die haben einfach die Hälfte meiner Truppen umgebracht. Das Ding ist, die Ressourcen sind nicht endlos, ne? Das darf ich vielleicht nicht vergessen. Vor allem, da wir für Axtkämpfer und so Eisen brauchen und Bogenschützen und dass da eben keine endlose Ressource ist. Ich verstehe auch nicht, warum ich hier einfach nicht. Bau nochmal extra Haus, egal. Nahrung haben wir eh genug. Lass uns jetzt hier einmal kurz heilen. Wir müssen ein bisschen defensiver uns auch hinstellen. Das ist nicht gut, dass wir immer so offensiv gehen. Warum kann ich die nicht auffüllen? 5 Pops habe ich doch. Was sind das für Typen eigentlich? Hä, war da mal was? Alter, als ob. Als ob ich die nur bei der Heilerin auffüllen kann, oder was? Ihr wollt mich doch flachsen. Naja, toll. Jetzt habe ich jedenfalls volle Stärke. Wenn jetzt auf alle Fälle nochmal Bogenschützen mit dazu rekrutieren. Okay, die kommen wieder von da oben. Wir gehen diesmal defensiv, weil ist ja alles cool eigentlich. Vor allem, die hacken mich immer gleich kaputt, so diese Typen. Hallo? Alter, wie stark sind die denn? Da sind wieder einfach tot welche von mir. Man kann jetzt wieder keinen heilen, wenn ich wieder keine Bevölkerung habe, oder was? Das gibt's doch nicht. Aber wir haben schon eine richtig fette Siedlung aufgebaut in der Zwischenzeit. Ah, neue Bogenschützen. Eisenproduktion läuft auf alle Fälle an. Die haben schon 10, aber irgendwie ist der zu langsam da, der Typ oder so. Die sind... Increase by... Ah, nochmal ein extra Warhouse-Keeper. Da bräuchte ich noch mal 10 Eisen. Die habe ich nicht. Das sind irgendwo feindliche Truppen. Meine Boys da oben machen immer kurz einen Prozess mit denen. Aber die muss ich jetzt auch mal kurz... Ah, okay, doch nicht mehr. Ah. Ja, einen haben wir verloren. Gehst du auch gleich mal heilen. Einmal reinforcen hier nebenbei. So, die produzieren schon echt hart, aber nicht hart genug. So, was fehlt mir für das Upgrade? Take Control... Achso, ich brauche erstmal die Runensteine dafür. Okay, du kriegst nochmal... Wir schicken jetzt auf alle Fälle mal einen Trupp schon mal los. Okay. Da oben kommt wieder eine feindliche Armee. Ne, die kommt da unten. Na egal. Das werden sie schon schaffen. Bogenschützen, Schildträger und Turm. Sollten in der Lage sein, das zu verteidigen. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zum eigentlichen Ziel. Das letzte Mal, als wir da hin sind, haben wir auf die Schnauze bekommen. Hoffen wir, dass es diesmal besser läuft. Ist auch gleich der Winter. Der Winter naht, wie Jon Snow immer gesagt hat. Und Haus Stark natürlich auch. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Alright. Auf alle Fälle waren hier irgendwo Ganoven noch. Ja, jetzt machen sie natürlich Stress da oben, ne? Das ist natürlich... Okay, ich sehe keine Feinde. Okay, dann gehen wir mal wieder dort mit hin. Leute, das sind Bogenschützen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Aber juckt irgendwie keiner. Wir haben vom Bogenschützen abgeballert, juckt keinen. Jetzt hat. Einmal Heilung. Ihr dann gerne auch mal. So, ihr geht dann mal Richtung. Ah, was ist denn da? Das ist ein Turm. Da ist ein Türmchen. Ah, da sind Bogenschützen. So, ihr seid alle guter Laune. Schaut's mit euch aus. Waffenschmiede, wo ist denn die Waffenschmiede? So. Jetzt habe ich keine Steine. Alter, ihr wollt mir doch flachsen. Schadenswiderstand, Geschosswiderstand erhöht die Reichweite der Bogenkämpfer. Das können wir mal machen, das kostet nichts. Schadenswiderstand hauen wir mit rein. Geschossschaden hauen wir auch noch mit rein. Okay, haben die das jetzt passiv oder muss ich das nochmal freischalten? Ne, das ist passiv, oder?
Das ist nice, cool. I really love it. So, den Turm habe ich den jetzt erobert, weil ich habe die Hälfte meiner Truppen bei dieser Offensive hier verloren. Da haben wir, glaube ich, einen Überblick über die gesamte Karte. War sehr verlustreich auf alle Fälle, das Ganze. Wir haben Winter, wir können nicht arbeiten. Was? Wo feindliche Armee? Ah, da drüben, okay. Wir haben jetzt auf alle Fälle mal einen kleinen Input über die komplette Karte hier. Denn das Ding haben wir schon geplündert, ne? Schön. Weißt, Bogenschützen dürften auch gerne drauf schießen. Und die haben irgendwie so eine ganz Mini-Range, so aus irgendwelchen Gründen. So, da ist der Seher übrigens. Hi Seher, hallo. Gott grüße dich und deine Seele. How are you doing? Für einen kleinen Preis kann ich von einem Ort großer Macht erzählen. Jawohl. Es gibt einen Ort von besonderer Macht, der vor den Augen der Sterblichen verborgen ist. Das habe ich doch schon mal gehabt, oder? Also, und danach habe ich auf die Schnauze bekommen, ne? Versammle deine besten Krieger und stell dich den Feinden auf den Weg dorthin. Das hat man schon mal. Komm, yalla, yalla. So. Gut, dann kümmern wir uns mal um die da, die da langlaufen. Da muss irgendwo scheinbar noch Feindesbrut sein. Laufen die denn lang eigentlich? Ach, die laufen zu meinem Dorf. Dreckigen Köter. Wachturm. Blub. Eisen habe ich ja genug. Können einfach mal mehr Wachtürme bauen, ne? So zwei Wachtürme. Denn wie sagt man immer so schön, zwei Wachtürme sind besser als ein Wachturm. Ey, was machen die da? Hallo, die laufen einfach durch? Ja, moin. Was machen die denn da? Geil. So, ja, ja, scheiß drauf. So, bauen wir hier nochmal einen Wachturm hin. Würde ich sagen. So, ihr seid eh noch alle ganz guter Laune, sehe ich. So. Ihr geht mal alle heilen. Die Druiden sollen mal was machen für ihre Kohle. Baut ihr mal die Hütten da auf jetzt hier, weil ihr habt nicht den ganzen Tag Zeit. Müssen wir denn eigentlich lang? Das ist da oben. So, und der Nebel sagt mir, ich muss da entlang, hier entlang, hier entlang. Okay. Müssen wir da oben lang laufen. Die zwei Türme, da werden mir auf alle Fälle, glaube ich, gute Dienste leisten. Die Frage ist, kann ich davon Upgrades erforschen oder nicht? Ach, die Ach. Ach so. Die schalten das erst frei. Ach so. Muss ich das vielleicht doch noch upgraden? Interesting. So, wie kann ich denn die Produktion eines Gebäudes jetzt verdoppeln? Ah, mit dem Hammer da. Ist das doppelte Produktion oder was? Einfach so? Random? Ah ja, okay. So, jetzt kommt eine feindliche Armee. Was ist denn hier los? Ah, ich habe keine Arbeit dazu geteilt. Kein Problem. Kriegen wir hin. Hab eh genug. Die soll mal was machen für die Verteidigung unseres Dorfes hier. Ihr lasst euch jetzt nochmal kurz alle heilen, nochmal alle auffüllen. Wir werden nochmal kurz ein Haus zu zimmern. So, und dann nochmal ein Haus. Weil ich habe fast das Gefühl, ich sollte hier noch einen Turm hinbauen. Irgendwie einen. Weil die kommen ja von da immer auch, ne? Deswegen wäre, glaube ich, hier nochmal so ein Turm nicht schlecht. Die zwei oben müssten gut platziert sein. Eigentlich, die sollten in der Lage sein, alles abzuhalten. Ihr holt euch neue Boys. So, sehr schön. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir da in der Lage sind, jetzt mit meinem Setup entsprechend der Ziele von uns hier auch vorzustoßen. So, jetzt ist die Frage, wohin? Wohin? Warte, können wir nicht einfach Trick 18 machen? Nö, können wir nicht. Müssen erstmal gucken, wo wir lang können. Den Nebel erstmal lichten hier. Können auch gleich mal auf höhere Geschwindigkeit machen. Also ich kann schon mal mit gutem Gewissen sagen, hier geht's nicht lang. Da oben muss ich... Ey, hallo. Kill! Die kommen von da. Nicht von da. Der Turm ist voll. Fail Place kommt mir gerade. Aber egal, vielleicht kommt da mal einer hin und dann haben wir trotzdem eine Sicherheit hier. Auf alle Fälle kommen die alle von hier. Wartet mal, was? Ah, lol. LOL. WTF, Roffel. Mir kommt gerade was. Mir kommt gerade eine Idee.
Also der Turm ist auf alle Fälle sehr gut platziert. Aber mir kommt gerade ein Gedanke, der mich jetzt voll aufregen wird, wenn das so ist, wie es ist. Oh, das sind übrigens verlassene Wägen. Wenn das hier oben ein Dead End ist, hätte ich einfach meine Bogenschützen hinstellen können. Ah, LMAO. Man sollte auch immer erkunden, ne? Dann kann ich jetzt hier einfach Folgendes machen. Ich werde jetzt einfach die Bogenschützen aus. Oder auch nicht, weil man die nicht einzeln auswählen kann. So, pass auf, stell die einfach hier oben hin. Und dann haben die ja quasi die komplette Region hier im Blick, ne? Können sogar da hochgehen. Warum könnt ihr da nicht hochgehen? Das möchte ich jetzt ausprobieren, einfach weil es mich interessiert. Ob das wirklich so simpel ist. Dass ich einfach hier oben Bogenschützen hinstelle. Okay, jetzt werden wir da drüben ne, da sind feindliche Truppen, weil wir den Turm erobert haben. Da sehen wir jetzt drei Boys ankommen, aber das Einzige, was die drei Boys sehen, ist, warum brennt's da? Leute, habt ihr... haben wir einen Brunnen überhaupt? Ah, da laufen Leute hin. Löscht ihr? Okay, gut. So, den Turm werden wir natürlich bestücken. Den Turm nicht. Der ist aktuell ein bisschen fehl am Platz. Oh ja, pass auf. Schießen die? On my way. Wollt ihr mich jetzt gerade... Habt ihr das gesehen? Seht ihr... Wie können die mich sehen, aber ich sehe die nicht? Okay, das ist... Okay, das ist strange. Die sehen mich, aber ich sehe die nicht. Das ist... etwas enttäuschend. Nett ausgedrückt. Warum sehen die mich? Ah. Wegen dem Scheiß. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle sehr unangenehme Zeitgenossen, diese Berserker. Falls man es nicht gesehen hat. So. Ah, 15 Eisen. Dankeschön. Feindliche Armee. Wo denn? Ah, okay, pass auf. Probieren wir es nochmal. Schießt ihr? Muss ich die auf aggressiv stellen? Dass die angreifen oder? Ja, davon abgesehen, die sind am Arsch jetzt. Ich brauche erstmal neue Truppen. Brauche erstmal neue Truppen. Schildträger. Nein, kein Speer. Stopp. Zwei Axtkämpfer, so. Jetzt werden die da wieder angegriffen natürlich. Okay, gut. Ja, das läuft nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle. Stell mich ein bisschen doof wie doof an. Die haben aber auch sehr gute Boys am Start, muss man auch. Warum brennt die Hütte schon wieder jetzt, Mann? Das ist ja schon erforscht, ne? Ja. Erhöht den Kampfschaden. Erhöht den Geschosswiderstand. So, ihr lasst euch mal kurz hier wieder auffrischen. Neue Boys sind auch mit am Start. Vor allem, das ist, glaube ich, passiv, die Forschung, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt nochmal Forschung reinhauen könnte. Wir machen alle aggressiv hier. Lassen alle angreifen. Und diese passive Stance, weiß ich nicht, wofür wir den überbrauchen würden. Oh, wir sehen wieder Feinde. Da kommen sie wieder. Die zwei Axtträger. Oh ja, und hier haben sie nichts weiter als zwei Dörfer von, zwei Türme von. Wir könnten halt da oben einen Turm hinbauen, oder? Boah, aber warum kann ich denn nichts bauen? Ah, ich habe kein Holz. Ah. Ja. Da haben wir ein bisschen uns mit der Holzmenge unterschätzt, überschätzt, verdingst. Holz ist nämlich aus. Was ich jetzt mal ausprobieren wollte, wäre... Kann ich da oben einen Wachturm hinbauen? Ah, nee, Raid... Ah. Ah. Nee, da oben ist, macht keinen Sinn. Hier wäre noch cool. So, auf alle Fälle aggressiv an at all. Ah, jetzt schießen die Bogenschützen auch besser. Ah, trotzdem immer sehr verlustreich das Ganze. Wo laufe ich überhaupt lang? Wir müssen da oben hin. Warte mal, vielleicht sollte ich lieber da lang laufen. Ja, nicht das Gefühl, dass das der richtige Weg ist, den ich da gehe. Die sterben auf alle Fälle immer schön alle, bevor sie was machen können. So, 1, 2, 3, 4.
Holz haben wir auch wieder ein bisschen mehr. Könnt ihr nochmal kurz sein lassen von Tante Lulu. Ah, nächste Feindesarmee, aber normalerweise sollte man die alle sehr gut jetzt wegkriegen. Eisen haben wir noch ohne Ende. Wir haben also Eisen eigentlich noch kein Problem aktuell. Vor allem, wir können einen Markt bauen. Warte mal ganz kurz. Marktplatz können wir bauen, ne? It requires Lager. Ach so. Bauen wir mal ein Lager? Aber jetzt schauen wir mal. Wo es da lang geht zu diesem Hügeldingens. Da würde ich fast schon sagen. Ich bin asozial. Wir sehen uns nächste Folge wieder zurück zu Frozenheim. Danke fürs Zuschauen. Mach's gut. Tschüssi.